habe die Ehre. Fehlt dir der Mut und traust du dich nicht, Menschen anzusprechen und ihnen deine Hilfestellung anzubieten, mit mehr Energie an deine Kundenakquise ranzugehen, weil du nicht genau sicher bist, wie du den Kunden helfen kannst, mit welchen Techniken, mit welchen Strategien, dann kriegst du jetzt hier an drei, für meiner Ansicht nach, besten Möglichkeiten, wie du deinen Kunden von Punkt A zu Punkt B führen kannst und das Ganze auf eine effiziente und wirkungsvolle Weise. Erstens, für mich ist was sehr gut ist, ist der NLP, also diese Neurolinguistic Programming, was nichts anderes bedeutet, dass du über die nervliche, sprachliche Ebene deinen Kunden dazu bewegst, seine Glaubenssätze, sein Verhalten, seine Gefühle zu ändern und ihm dadurch beizustehen, ihn in eine neue Lebenssituation, in einen neuen Zustand zu führen. Als Beispiele zur NLP gibt es das Anchoring, also die Verankerung. Da wird eine bestimmte Emotion, die dem Kunden wichtig ist, benutzt und in Verbindung gebracht mit einer Aktion, also einer Handlung. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich mir auf die Nase fasse, fühle ich Glückseligkeit. Und durch diese Art und Weise wird erreicht, dass man den Kunden oder die Emotionen verdeutlicht und spürbar macht, dass das über bestimmte Bewegungen, bestimmte Handlungen eine Umprogrammierung der Emotionen stattfindet. Das jetzt nur hier als simples Beispiel. Da gibt es natürlich dann noch andere Möglichkeiten, aber dazu will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Dann gibt es noch die Glaubensänderung oder Belief Changing auf Englisch. Da gibt es 14 Voraussetzungen, wie man zum Beispiel über die Gedanken, die Gewohnheiten ändern kann. Das ist ja den meisten, oder es sollte dir bewusst sein, dass die Gedanken den Rest unseres Daseins steuern und sehr große Auswirkungen haben auf das, was uns passiert und wie wir agieren oder auch reagieren. Und als drittes Beispiel ist das Mirroring, also ich stelle einen Spiegel dar zum Kunden, wie er spricht, wie er sich verhält, wie er sagt. Also ich imitiere die Mimik, die Gestik und auch das Vokabular meines Kunden und erzeuge dadurch ein Wohlfühlen und ein Verständnis von Kundenseite und erreiche dadurch, ihm auch verständlich zu machen, wie er denn auf andere wirkt. Das nur kurz zum Thema NLP, also eine ganz wirkungsvolle Methode. Dann gibt es auch dieses, was wie ich es nenne, ist Aufbau-Coaching. Eine Art Stufenprogramm, das damit beginnt, wenn zum Beispiel dein Programm, wenn du es dir vorgestellt hast, dass es über 3 Monate läuft, dann sagst du, ich fange mit der Basis an, mit dem ersten Monat, ziele ich nur darauf ab, dass ich eine Ausrichtung meines Kunden erreiche. Ausrichtung soll heißen, dass dem Kunde bewusst ist, wer er ist, wo er herkommt, wo er hingehen will, was sind seine Probleme, was sind seine Ziele und einen gewissen Einklang, eine Abrundung seiner Identität zu schaffen und zu verstehen, auch von deiner Seite als Coach. Als zweite Stufe ist dann das Mindset, dass man nochmal genau versteht, dass man den Kunden verständlich macht und dass man auch selbst als Coach versteht, was sind denn die Glaubenssätze, was sind die hemmenden Glaubenssätze, woher kommen sie, was sind die Ursachen. Mein Lieblingsthema Ursachenforschung, dass man dem nachgeht und versteht wirklich im Detail, woher kommen diese hemmenden Glaubenssätze, diese Blockaden, die den Kunden davon abhalten, sein Ziel zu erreichen. Und als drittes und letztes, dann spezifisch dann auch das Ziel des Kunden zu erreichen, ist es dann wichtig, dass man die entsprechenden Strategien, Methoden zur Verfügung stellt, die ihm den Kunden dann erlauben, sein Ziel zu erreichen. Das heißt zum Beispiel, ich nenne dem Kunden, wie er oder welche Übungen er speziell sich zum Thema vielleicht Ernährung, was soll er essen, damit er sich morgens besser fühlt und mehr Energie seinem Körper einvernimmt. Das war's zum zweiten Punkt. Als drittes
sehe ich dann noch das Austausch-Coaching oder Exchange-Coaching, 1-zu-1-Coaching. Vorausgesetzt dafür, dass dieses Coaching von Erfolg gekrönt wird, ist für mich, dass man im Erstgespräch, also in dem ersten Kennenlernen des Kunden, mit dem Kunden schon so in Kontakt ist, dass man versteht zu 90%, was denn die Probleme, was die Ziele, was die Glaubenssätze des Kunden sind und sich dann mit ihm über mehrere Stunden zusammensetzt. Für mich, ich nenne das die Initialzündung, in der man dann in dieser Session, in diesem Gespräch, in dem man dem Kunden dann wirklich schon die Methoden zur Verfügung stellt, die er dann in den nächsten Wochen, Monaten abzuarbeiten hat. Das Ganze wird dann auch entsprechend begleitet, indem man sich dann mit dem Kunden wöchentlich zusammensetzt und über seine erzielten Ergebnisse und über auch seine Probleme, die er damit hat, mit der Abarbeitung zusammensetzt oder austauscht und ihm dann entsprechend auch eine Rückmeldung, ein Feedback gibt, was er denn zu ändern hat, was noch besser sein kann. Aber auch mit dem Hintergedanken, dass der Kunde ja auch eine Eigenanalyse anstellen soll. Also für mich als verantwortlichen Coach oder was ich als erfolgreiches Coaching auch bezeichne, ist, dass man den Kunden in einer Art Selbstverantwortung, eine Eigenanalyse, ein autonomes Dasein, ein autonomes Verhalten vermittelt, damit er entsprechend dann in seinem restlichen Leben auf diese Erfahrung zurückgreifen kann und weiß, wie er seine Probleme löst, wie er aus seinen Glaubenssätzen sich wieder rauslöst, wie er sich von seinen schlechten Gefühlen befreien kann oder wie er mit denen umzugehen hat, was auch die Ursache von diesen Gefühlen ist und so weiter. So, letztendlich liegt es an dir, wenn du diese drei Techniken gut findest, wende sie an. Ansonsten gehe ich davon aus, dass du mit gutem Willen, mit Herzensenergie an die Sache rangehst, an diese Kundenbetreuung, deinen Kunden begleiten willst, ihn zu seinem Ziel zu führen. Und wenn das dein Anliegen ist und du Coaching als Berufung siehst, dann wirst du deinen Kunden auch zu seinem Ziel führen. Also keine Angst, es gibt etliche Methoden, es zu schaffen. Das war jetzt nur ein Auszug von den drei, die für mich am wirkungsvollsten sind. Wenn du noch mehr wissen willst zu meinem Coaching und wenn du Fragen hast, dann können wir uns gerne austauschen. Dafür einfach den Link klicken in der Beschreibung, über Calendly einen Termin buchen und wir kommen dadurch in Kontakt. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß bei der Umsetzung. Viel Erfolg. Ciao.